Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich in der letzten Folge ein bisschen auf dem Schlauch stand. Vor allen Dingen ist es mir ja quasi doppelt peinlich, weil ich mir sogar rausgeschrieben hatte, welche Tasten für was gut sind. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich eine Sache da noch nicht gewusst habe. Und zwar, es ist richtig, dass man sich hier in der Nähe von dem Ofen hier hinstellen muss. Aber wir können hier auf den Pfeil klicken und dann auf Kochen klicken. Oder aber wir drücken einfach auf V in der Nähe. Warum V, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt auf K wegen Kochen gedrückt, aber na gut. Auf jeden Fall, wenn ihr V drückt, dann könnt ihr das Ganze auch öffnen. Ihr müsst halt nur in der Nähe stehen. Und ich weiß jetzt wohl gerade gar nicht, hatten wir die Rezepte jetzt schon gelernt? Nee, die sind noch hier. Bratkartoffeln mit Ei. Doch, also im Endeffekt haben wir es ja gelernt, weil es hier drin ist. Ja klar. Jetzt gucken wir nur mal eben. Getränke haben wir gar nichts. Wir haben noch was zu essen. Okay. Dann, ach so, dafür brauchen wir die Zwiebeln. Ah, wir können immer noch nichts kochen. Wir werden so elendig verrecken. Okay, dann müssen wir mal die Zwiebeln ganz schnell anbauen. Wo habe ich die denn hingetan eigentlich? Nach draußen, oder? Und die andere Frage, habe ich überhaupt den... Ja gut, der Boden, der ist, glaube ich, soweit okay. Was warst du denn hier? Saftige grüne Wiese. Achso, das war's. Achso, ich habe es hier unten drin gelassen extra. Oh, ja. Wer die Augen aufmachen kann, ist klar im Vorteil. So. Wasser ist eigentlich noch genug im Boden. Ich denke mal, wir müssen heute auch nicht. Nährstoffe sind noch okay, denke ich mal. Hier wächst schon was. Ach, hatte ich hier schon? Ach nee, habe ich jetzt gerade gemacht. Ich wollte gerade sagen. Okay, haben wir hier noch ein bisschen Platz? Hier haben wir uns ja... Hat uns irgendeine Maus oder sowas geklaut. Da kann ich was reinmachen, obwohl... Wie kriege ich das denn hier weg? Der Tannenbaumstumpf ist zu hart. Ja, geil, dass der einfach so in meinem Feld drin wächst. Ja, super. Na gut, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Zwiebeln, mit denen wir jetzt arbeiten können. Aber wir haben, ja, koche deine ersten Bratkartoffeln, können wir nicht machen. Sandstein gegen Eier. 50 Sandsteine gegen Eier. Ja, so viele habe ich gar nicht, ne? Ich glaube, das war Sandstein, ne? Ja, ja, so viele Sandsteine habe ich gar nicht. Ah, das ist doch doof. Was machen wir denn da? Ach so, was ist mit den Hühnern? Moment. Tauschen wir das hier erstmal einmal aus. Die müssen wir ja auch noch füttern, ne? Und wir sollen ja auch eigentlich... Nehmen wir mal damit was springen. Wo sind die denn? Ach, hier. Wir sollen ja auch eigentlich... Soll ich den rufen? Ach, das ist ein kleines, oder? Habe ich das gerade gefüttert? Ich habe es jetzt gar nicht so mitbekommen. Moment, hier liegt ein Ei. Da brauche ich wahrscheinlich einen Erntekorb dafür, oder? Hatte ich nicht drei Hühner? Es ist so ein bisschen schwer, die zu erkennen, wenn ich ehrlich bin. Nee, wir hatten, glaube ich, nur zwei, oder? Das kleine hatte sich hier drin versteckt. Das weiß ich noch. Und das große lief hier umher. Moment, dann schaue ich mal eben... Aber ich habe die doch jetzt gerade beide gefüttert, ne? Wir haben 13 drin. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich hole mal eben den Korb raus. Ich denke, dass wir mit dem Korb dann auch die Eier einsammeln können. Was? Akeleistaude blüht nicht in dieser Jahreszeit. Ach! Ach so! Ja, ich will aber auch nicht die Akeleistaude. Ich will das Ei, was hier liegt, eigentlich haben. Da mit einem Rechtsklick, okay. Und mit einem Linksklick kann ich dann die Sachen aus der Umgebung machen, verstehe. Das ist ein Fragezeichen. Moment, dann machen wir das doch nochmal. Ist immer noch 13. Ah, linke Maustaste zum Füttern. Hab's verstanden. Da habe ich mich schon mal mit vertan. Okay, das Problem ist, die brauchen ja eigentlich auch Wasser. Und... Ich bin am Überlegen, ob wir dann Zugang nach unten machen sollen, weil wir halt noch nicht diesen Wasserdruck haben.
So, wir haben jetzt 6 Eier. Die tun mir... Ne, Quatsch. Das war auf Platz 6. Das war nur ein Ei. Was rede ich denn hier wieder? Das tun wir jetzt mal alles hier rein. Dann haben wir da... Gut, Gatter brauchen wir ja nicht. Wir brauchen dann im Endeffekt nur das hier. Ne, sonst brauchen wir ja nichts. Dann machen wir das so. Sieht zwar dann dumm aus, aber das können wir dann ja später nochmal wieder wegmachen. Machen wir das so, dass wir das hier dran bauen. Das soll aber eigentlich dran sein. Oh, jetzt sag mir nicht, dass es offen, weil da so ein blöder Busch ist. Moment. Das ist jetzt, das war jetzt blöd. So. Na, machen wir erstmal hier. Ja, 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 ich weiß, dass da was steht. Ich weiß. So. Können wir ins Wasser reinbauen? Können wir nicht. Ja, das ist ja doof. Wie kommen die denn dann ans Wasser? Hm. Ich kann ja auch keinen Zugang legen, oder? Dass ich das hier wegmache. Das müssten wir mal ausprobieren. Warte mal. Ich weiß nicht, wie ich sonst einen Zugang zum Wasser machen soll, dass die nicht verrecken. Zum Entfernen von Pflanzen. Ich nehme jetzt mal einfach beides mit, bevor ich jetzt hier wieder hin und her laufen muss. So. Also, wir nehmen erstmal die 8. Okay, das ist dann die Wiese. Das geht nicht. Wenn ich die 7 mache... Das geht auch nicht. Ja, jetzt mache ich hier im Weg im Endeffekt. Das ist natürlich auch Blödsinn. Ach, kommt, Leute. Wie soll ich das denn wegmachen? Mit den anderen kann ich es doch nicht. Dann mache ich jetzt einfach mal meinen Zaun hier weiter. Moment. Das ist jetzt alles so... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das kann ich halt runter machen. Ich kann halt hier nicht drüber bauen. Das ist das Problem. Dann kann ich das nur bis hier. Aber dann kommen die ja immer noch nicht ans Wasser. Das ist doch doof. Ach, Mann. Ich mache aber trotzdem jetzt hier mal einmal auf. Damit die hier unten hin können. Aber die kommen halt nirgendwo ans Wasser. Das ist halt das Problem. Und wenn ich jetzt hier... Da mache ich mir den Weg damit, ne? Das ist auch doof. Da ernte ich die Blumen halt mit. Aber da pieken die ja eigentlich auch mit. Das ist halt... Ich weiß es nicht. Also da muss ich jetzt noch ein bisschen überlegen, muss ich gestehen. Was haben wir denn hier? Heu dient... Ah, dient als Nahrung für viele Tiere. Okay. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie ich das Heu bekommen habe. Aber wahrscheinlich durch das Gras selber, oder? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt ist der Tag schon wieder fast rum und wir haben schon wieder gar nichts gemacht. Oh Gott. Also ganz ehrlich, die Tage, die könnten gerne doppelt so lang sein oder so. Wir erkunden hier mal ein bisschen die Gegend. Oder auch nicht, weil wir müde werden. Och, komm, ganz ehrlich. Warum wirst du nachmittags um 3 müde, Mädel? Ich verstehe es nicht. Wir legen uns jetzt erstmal ein bisschen hin. Bis, ich sag mal, Mitternacht. So, und dann nochmal bis 6 Uhr. Dann soll die aber ausgeschlafen haben, oder? Komm, ich bin ausgeschlafen. Ja, meine ich doch. Dann gehen wir nämlich jetzt... Ich meine, es war hier oben links irgendwo. Schauen wir mal. Es gießt auch wieder, das ist gut. Ich glaube, ernten können wir auch bald wieder. Schauen wir mal, ob wir irgendwo hier die Höhlen hatten. Oh, was ist das denn? Ist das Sandstein? Kalkstein. Ah, okay. Ich meine nämlich, irgendwo hier oben waren die Höhlen, aber ich bin mir nicht sicher.
Da würde ich dann mal kurz vorne reinlugen. Also ich will da jetzt nicht komplett reingehen. Da ist alles... Ja. Da ist jetzt gerade alles Wasser. Ich weiß, dass wir da lange für laufen mussten. Oder die waren direkt bei uns und wir sind vorher lange am Laufen gewesen und haben dann festgestellt, ach so, brauchten wir gar nicht. Das kann auch sein. Ach, ich hätte einen Erntekorb mitnehmen sollen. Moment, was ist hier? Hier ist ein Kreis. Den habe ich aber letztes Mal nicht gesehen, glaube ich. Der Teleporter ist inaktiv. Ach. Das ist ein Teleporter. Warum ist der inaktiv? Das ist eine Sauerei. Also ich vermute mal, dass wir dann... Achso, da können wir gar nicht mehr durch. Ich vermute mal, dass wir da noch eine Quest bekommen, dann irgendwie mit Kian oder so. Zeigt die Temperatur auf dem Feld unter deinen Füßen an. Übrigens hier, da kriegen wir später noch Zauber für. Da habe ich mich dann auch wieder dran erinnern können. Ich glaube, es war so, dass rechts das braune... Nee, dass rechts das Wasser, glaube ich, war. Da kann man dann... Ich meine, der Kian hat uns das dann beigebracht. Da kann man dann direkt feststellen, ob genug Wasser quasi unter unseren Füßen drin ist im Boden. Und das linke war, glaube ich, dass man direkt sehen konnte, ob das guter Boden ist. Da musste man dann nicht wieder irgendwas in die Hand nehmen oder so. Wo sind wir denn hier? Ja, ich glaube, entweder waren die Höhlen direkt über unserem... Ah, wir hätten wirklich einen Korb mitnehmen müssen wegen den Blumen. Das war jetzt wirklich doof. Aber gut, dann haben wir das zumindest schon mal freigelegt soweit. Och, jetzt können wir die nicht mitnehmen, ne? Ohne Erntekorb. Ah, ich hasse euch. Können wir das nicht mit einem Säbel vielleicht machen? So? Schall. Hätte ja klappen können. Ach, hier sind ganz viele von denen. Die sieht man aber nicht auf der Karte, ne? Oder? Nee. Das ist böse. Die sieht man natürlich nicht auf der Karte. Muss man dann selber wieder dran denken, dass hier was war. Ach Mann. Na gut, hier unten geht es nicht weiter. Ich denke mal, die Höhlen waren dann wahrscheinlich wirklich direkt irgendwie über uns oder sowas. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass es halt irgendwo oben war. Ich habe jetzt gedacht, es wäre oben links oder ganz weit unten links. Achso, jetzt zoome ich hier so rein. Ja gut, jetzt sind wir hier fast am Ende von der Karte. Den Rest können wir dann auch noch eben erkunden. Damit wir die Karte so ein bisschen aufgedeckt haben hier. Ich finde es ja schon super, dass überhaupt so eine Karte drin ist, dass man sich daran orientieren kann. Okay, Regen hört leider auf. Warte mal, wenn wir gerade schon mal hier sind, das sieht mir nämlich aus wie hier Kupfer. Ne? Nee, Sandstein. Ach so. Hä? Nee, Moment. Das ist aber Kupfer, meine ich doch. Das war schon. Nehmen wir das hier unten noch eben mit. Dann haben wir zumindest mal auch was getan, was wir noch gebrauchen können heute. Okay, ich glaube hier rechts, genau. Rechts habe ich soweit schon erkundet. Hier sind Schmetterlinge, aber ich glaube, mit denen können wir nichts machen, ne? Okay. Ich glaube, das ist auch der Wald unter unserem Haus hier. Ja, ja, das ist der Wald unterm Haus. Die Frage ist jetzt halt nur, ist das hier erntereif? Ich glaube ja, ne? Wenn das weiß war, meine ich, war es erntereif. Mal eben gucken. Den Korb brauchen wir. Was haben wir denn hier schon wieder? Malachit, okay. Das tun wir auch mal kurz rein. Ja, das ist aber nicht das. Das sind andere. Das ist das. Das ist das. So, Erntekorb auf der 4. Theoretisch. Ja, können wir ernten.
Meine ich doch. Sehr schön. Also Kartoffeln haben wir, glaube ich, jetzt erstmal genug dann. Aber uns fehlen natürlich noch die Zwiebeln. Das heißt, wir werden erstmal gucken, dass wir noch ein paar Zwiebeln anbauen. Mit den Kartoffeln weiß ich jetzt nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Ich glaube, wir haben keine Kartoffelsamen mehr. Oder nur noch ein oder zwei irgendwie. Oh, so an die 50 werden wir auf jeden Fall rankommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in der Welt irgendwas despawnt, wenn man jetzt sowas nicht geerntet hat und dann woanders hinläuft. Daran kann ich mich jetzt gerade gar nicht erinnern. Ich meine, wir hätten mal was gefunden. Da, wo wir auch schon mal gewesen sind. Also theoretischerweise sollte es nicht despawnen, aber ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. So, dann nehmen wir nochmal die Zwiebeln mit. Tauschen die gegen die Kartoffeln aus. Also die Zwiebelsamen. Hier, nee, hier wächst noch was, ne? Das sind auch, hä, das sind auch Zwiebeln? Ach nee, Moment, Zwiebeln ist das, was ich in der Hand habe. Ich wollte gerade sagen, was rede ich denn hier? Boden ist soweit gut, Wasser ist auch noch drin. Hä, war da nicht gerade was? Also noch ist Boden gut. Wir müssen dann gucken. Ich glaube, ich hatte doch ein Rezept für Dünger auch bekommen, ne? Muss ich mal schauen, wie ich den dann herstelle. Ist auf jeden Fall gut Wasser noch drin. Das finde ich gut. Hier, was ist mit hier unten? Achso, ich habe keine... Ah. Ja, ich sehe schon. Ich habe keine Samen mehr. Okay, tun wir das erstmal wieder rein. Und was ist das hier eigentlich? Pflanzenfasern. Ja, keine Ahnung. Tun wir mal hier rein. So, dann schauen wir mal weiter. Über mir links ist noch ein bisschen was frei. Obwohl, den Erntekorb wollte ich mitnehmen, ne? Fällt mir gerade ein. Weil wir haben ja auch noch ein paar Plätze im Inventar. Also normalerweise müsste das reichen, wenn wir jetzt nur mal hier nebenbei schauen. Nicht in dieser Jahreszeit. Ach, das war das hier. Das wollte ich mal ausprobieren. Ah. Mondstaudenblüte. Das hört sich so an, als ob wir die eventuell zum Zaubern benutzen könnten. Da oben ist auch noch mal so einer. Ich will jetzt natürlich nicht überall einfach die Blumen wegnehmen. Die eine wächst, glaube ich, noch. Was passiert denn, wenn wir die... Ja, ja, ist noch zu jung. Ja, das hatte ich gehofft, dass das jetzt kommt. So, hier haben wir theoretisch alles freigelegt, wenn wir da sind. Moment, da ist noch... Was ist das denn hier? Ich kann aber nicht schwimmen. Wie komme ich denn da? Ach ja, ich kann ja... Er hatte das doch so angedeutet, dass ich später mal übers Wasser gehen kann, ne? Dann werden wir bestimmt auch dahin kommen. Gehe ich mal von aus. Also da muss ich sagen, da war ich noch nicht. Meine ich zumindest, dass wir das noch nicht hatten, dass wir übers Wasser gehen konnten. Kann ich da? Nee, da ist auch wieder eins zu. Mal schauen. Bin ich jetzt hier? Okay, aber ich weiß, irgendwo hier in der Gegend war... Also ich bin mir ziemlich sicher, sagen wir es mal so. War die Höhle. Ich will das jetzt wissen. Ich will eigentlich nicht rein, aber ich will wissen, wo die gewesen ist. Okay, da kommen wir dann wieder dahin. Oh, was ist das denn? Können wir da rüberspringen vielleicht? Schade. Aber ich denke mal, das ist irgendwas, was wir dann später erst abbauen können, was wir jetzt noch nicht abbauen können. Was war mit dir? Dich können wir abbauen. Frage ist, warst du Sandstein? Du warst Sandstein, sehr schön. Weil ich würde schon gerne natürlich auch noch mehr... Das ist natürlich jetzt blöd, wenn ich jetzt die ganze Ausdauer hier verliere. Und kein Essen machen kann. Obwohl, naja gut, Trick 17 wäre höchstens, wenn ich dann irgendwie 3 Tage durchschlafe oder so und dann einfach nur ernte. Das wäre noch was, was man noch machen könnte. Das ist zwar doof, ja. Aber was will man sonst machen, ne? So, du bist, glaube ich, Kalkstein oder sowas, haben wir eben gesagt. Da kommen wir wieder an die Stelle. Können wir denn hier durch? Oh, da ist noch eine Hütte. Nein, ich will da rein. Ihr Schweine.
Jetzt habe ich meine Hütte gefunden. Wo sind die überhaupt? Moment, wo bin ich denn überhaupt? Da unten ist meins. Die ist also ganz hier oben. Ach, da komme ich da nicht rein. Das ist doch eine Sauerei. Haben wir uns hier nochmal was für unterwegs? So, das können wir ja wieder auffüllen. Das Problem ist halt, den Hunger können wir nicht auffüllen, ne? Und wir werden nicht die 50 hinkriegen. Das weiß ich jetzt schon. Gucken, kriegen wir das noch? Ja, und dann mache ich das jetzt mal weg, weil ich sonst Gefahr laufe, dass ich gleich nicht mehr laufen kann. So, dann haben wir das hier oben. War das dann doch auf der rechten Karte mit der Höhle? Also irgendwo in der Nähe vom Kian oder so vielleicht? Kann natürlich sein. Ich meine, ich will eigentlich nicht rein, bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde halt gerne wissen, wo die ist. Und ich weiß, dass wir die schon mal gefunden haben. Moment, was war denn da jetzt? Da unten den Teil haben wir jetzt noch gar nicht. Und das ist jetzt der Teil über. Ja, ich bin jetzt schon langsamer, ne? Mist. Da habe ich zumindest das Gefühl. Oder wir sind die ganze Zeit schon so langsam. Aber ich meine, wir sind ein bisschen langsamer jetzt. Ich will halt nicht das ganze Brot hier verballern. Ich will halt mein eigenes Essen kochen, aber dazu brauche ich Zwiebeln. So, wenn wir jetzt runtergehen, da haben wir noch ein Stückchen, was wir noch nicht erkundet haben. Wo wir auch nicht hinkommen, weil hier überall Bäume sind. So. Aber das sieht mir nicht danach aus. Naja, das sind im Prinzip nur die Bäume, ne? Wie es aussieht. Ja, naja. So, wir müssen eigentlich den oberen Teil hier noch ein bisschen erkunden. Dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder zurück. Ich hoffe, ich komme hier durch die Bäume durch. Manchmal ist es ja so ein bisschen, ne? Manchmal ist es ja ein bisschen blöd, weil man dann durch die Bäume nicht so durchlaufen kann. Ich bin doch hier nicht in irgendeinem sumpfigen Gebiet, oder? Dass das deswegen so langsam ist. Weil gerade hatte ich das Gefühl, ich war ein bisschen schneller für einen kurzen Moment. Was ist denn mit euch? Kann ich euch? Nee, euch kann ich nicht einsammeln. Sind ja wahrscheinlich irgendwie Büsche oder sowas, ne? So, hier ist wieder mein Haus. Jein. Hier ist das Haus, von dem ich nicht weiß, ob ich das, benutzen kann. Ich glaube, das war abgeschlossen auch, ne? Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich probiere es nochmal kurz. Ja, das war das Verschlossene. Ja, schade. Dich nehmen wir auch nochmal mit. Ja, ich weiß. Ach so, ja, stimmt. Das ist dann ja auch, dadurch wird es auch erschöpft, wenn ich hier was einsammle. Wir haben jetzt aber ansonsten auch nichts mehr. Der braucht 50 Sandsteine. Das können wir jetzt gerade auch nicht machen. Koche deine ersten Bratkartoffeln, kann ich gerade auch nicht machen. Was ist denn mit Hinweisen? Da steht auch nichts drin. Geschenke, Bücher. Achso, die können wir uns nochmal anschauen hier. Ja, nehme das auch nochmal mit. Ach, ich weiß, du bist erschöpft, aber das hier möchte ich gerne mal ausprobieren. Lupinienblüte. Ah, okay. So, hier haben wir soweit eigentlich alles angepflanzt. Die dürften auch noch soweit okay sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich denke mir mal, ich tue das auch mal mit hier rein. Das ist das hier. Ja, nur Sandstein habe ich halt nicht genug. Den lasse ich mal drin, weil ich den ja eigentlich da noch brauche. Den Erntekorb tue ich mal zurück, weil wir eh im Moment noch nichts einsammeln können. Wir haben 22 Uhr, das heißt, die gehen sowieso auch wieder ins Bett. Was wir noch machen könnten, ist hier unten den Bereich nochmal erkunden. Allerdings nicht mehr heute, weil ich bin sowieso erschöpft und laufe so langsam und alles. Ich denke mal, dass es beim Kian wahrscheinlich auch erst dann weitergeht. Ach, hier das Stückchen hatten wir noch nicht. Und hier das Stückchen.
Da würde ich eigentlich schon fast sagen, dass wir da nochmal kurz hingehen. Ja, ich kann nicht... Nee, Moment. Ich kann nicht laufen, weil ich irgendwo hier festhänge. Das ist es. So, vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwo hier. Ich glaube es nicht. Ja, ich weiß, dass du müde wirst. Es tut mir auch leid. Aber ich will hier mal eben alles aufgedeckt haben. Hier ist ein Zaun. Okay. Was ist mit dem Zaun? Können wir da irgendwas mitnehmen? Und was können wir hier mitmachen? Was haben wir denn hier? Notizen von Hugo vom alten Zaun. 20. Tag. Ich habe heute einige Hühner geschenkt bekommen. Kian ist wirklich sehr hilfsbereit und scheint meine Verwirrung ein wenig zu verstehen. Trotz all den verrückten Dingen, die gerade passieren, bin ich sogar stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, so viele neue Dinge in so kurzer Zeit zu erlernen. Die Hühner werden mir bestimmt auch Freude machen. Auf dem Hof meiner Großeltern habe ich ihnen als Kind immer zugeschaut. Okay. Wenn ich das jetzt aber abbaue, dann verliere ich auch Ausdauer, ne? Ja, ja, dachte ich mir schon. Aber ich glaube nicht so viel Ausdauer, oder? Ist auch eine dekorative Kiste nur, ne? Ja, ja. Ah, jetzt laufe ich langsam. Ich hab's doch geahnt. Aber das eine muss ich noch machen. Nein! Ach, kommt, Leute. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Man sollte halt nicht zu viel wollen. Ja, ist okay. Obwohl ich eigentlich ja nur die Höhle finden wollte. Dafür haben wir aber einige andere Sachen gefunden. Das ist ja auch schon mal was. Also ich vermute mal, dass die Höhle dann tatsächlich irgendwo hier in dem Bereich ist. Ich weiß es nicht. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich sag mal, ich erspare euch das jetzt, dass ich jetzt hier komplett ohne Ausdauer in der Gegend herumwandere. Ich könnte jetzt das Brot nehmen, aber ich... Ja, ich glaube, ich muss sowieso das Brot nehmen, ne? Nee, du sollst es essen eigentlich. Wieso macht... Ach so, weil das gar nicht drin eingestellt war. Okay. Ja, gut, okay. Ich wollte es nicht, aber naja. Was soll ich sagen? So sehen schlafende Hühner aus. Hihi. Na gut, dann haben wir aber doch noch einiges geschafft. Also nicht viel geschafft, nicht das geschafft, was ich eigentlich wollte. Aber wir haben trotzdem noch ein bisschen was getan. Und das mache ich jetzt mal eben schnell nach drinnen. So, das schmeißen wir da rein. Das schmeißen wir da rein. Und die Zwiebel. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Zwiebeln eigentlich brauchen, um zu wachsen. Kann man das da drüber sehen? Steht da drin, wie lange noch? Keimt steht da nur. Na gut. Ich hatte gehofft, dass man da vielleicht... Oh, falsche Taste. Dass man da vielleicht auch die Tage noch sieht. Ich habe es jetzt nicht mal so in Erinnerung. Und hier sieht man halt auch nicht die Tage. Da sieht man ja nur die Beschaffenheit von dem Boden. Deswegen, ja. Okay, ich werde müde, obwohl ich hier alles voll habe. Das finde ich immer so lustig. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt erstmal ins Bettchen und dann schauen wir mal. Vielleicht müssen wir auch mal irgendwie 2, 3 Tage durchschlafen, damit wir dann die Zwiebeln tatsächlich ernten können und damit wir dann auch weiterkommen mit der Quest halt mit Kian und so weiter. Oder... Ach nein, das können wir auch machen. Ha, das machen wir. Genau, das merke ich mir für die nächste Folge. Wir werden einfach unseren Erntekorb mitnehmen. Moment, den setze ich mir schon mal ins Inventar, bevor ich den dann doch vergesse und einfach losziehe. So schlau kann ich auch sein. Moment, wir hatten doch den Erntekorb dabei. Ja, Tatsache, wo ist denn der hin? Hä? Wo ist unser Erntekorb? Achso, den habe ich jetzt hier reingetan. Das war natürlich doof. Keine Ahnung, warum ich ihn jetzt hier reingetan habe. Habe ich gerade gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Okay, also mit dem Erntekorb im Gepäck werden wir dann mal nach unten links auf der Karte gehen. Da hatten wir ja gesehen, dass da auf jeden Fall Zwiebeln wachsen. Dann werden wir uns da die Zwiebeln holen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge unser erstes Essen machen. Spiegelei war es, glaube ich. Ja, ist ein bisschen doof, aber zumindest haben wir jetzt in dieser Folge mal ein bisschen die Gegend erkundet und so weiter.
Vielleicht verdursten unsere Hühner auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann denen halt jetzt nicht so richtig einen Zugang zum Wasser machen. Oder ich muss unten wirklich den Zugang offen machen, sodass die, also weil die nicht wegschwimmen. Aber das weiß ich nicht. Ich habe halt Panik, dass die wegschwimmen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und das setzt das Wasser so ein bisschen übers Ufer an. Müssen wir mal schauen. In der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall darum kümmern, die Zwiebeln einzusammeln. Und dann werden wir das erste Mal endlich was kochen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!